The Germans on tour. Bahamas Edition. Nachdem wir auf diesem wunderschönen Planeten mehrere Inselgruppen, Seestraßen, Völker, Tiere und Pflanzenarten entdeckt haben, erarbeiten wir uns verdientermaßen ein Festessen. Und zwar in unserem altbekannten Wohnzimmer. Das ist der Arbeitsplatz für den Smoky Hamburg. Das hier soll eine Pizza werden. In unserem Steinofen, der gerade befeuert wird. Ein Zeichen. Was wird das, Große? Das ist kurz vor Steinofenpizza. Aus? Koralle. Für Mahl- und Infrastruktur verwenden wir nur erlesenste Materialien und Zutaten. Und was gibt's? Sardellen, Oliven, Knoblauch, Käse. Lapskausspizza. Eine im Bau befindliche kulinarische Kathedrale. Was trinkst du da? Little Farmers. Was ist das? Ein Finger Rum, zwei Finger Tonic. Auf, wenn da ist Limette, wenn da ist Eis. Aber das ist ein warmer. Das ist ja wie zu Hause bei Mutter. Kann man, das reicht nicht, oder? Der Captain macht mich plötzlich sentimental. Ich denke an das blank polierte Induktionskochfeld meiner Mutter, den gut gefüllten Kühlschrank mit Eiswürfelspender und den digitalen Kochvollautomat mit Rezeptchip. All die Annehmlichkeiten der Zivilisation, die ich unglaublich, überhaupt gar nicht, nicht mal im Ansatz vermisse, wenn ich diese selbst erschaffene Korallenbackfestung auf mich wirken lasse. The Germans on Tour. Die Gypsy Spirit auf Kaperfahrt. Was können die Halunken erbeuten? Find out in the next episode. The Germans on Tour. Bahamas Edition.